Berlin Tempelhof. Der Künstler Cliff hat ein Suchtproblem. Unser Team von RTL konnte den arbeitslosen Maler noch retten, bevor es zu spät war. Vor 3 Jahren verkaufte Cliff sein letztes Bild. Inzwischen bekommt er Hartz IV. Wir begleiten den jungen Künstler dabei, einen Platz in einer Galerie zu finden. Trotz großer Geldnot und geringer Aufmerksamkeit kämpft sich der unverstandene Cliff Hanger durch die Künstlerwelt. Ach, auch wenn mein Einkommen so wackelig ist wie das World Trade Center, gibt mir wenigstens das Malen Stabilität. Und würde ich nicht malen, würde ich wahrscheinlich als Tagwart arbeiten oder so. Trotz seiner Liebe zu malen wird dem Künstler seine Hingabe noch zum Verhängnis werden. Es ist offensichtlich, dass Cliff abhängig ist. So wie ich von Daphne. Wir gehören zusammen wie Frida Kahlos Augenbrauen. Gerade als wir unsere Dreharbeiten für den Tag beenden wollten, haben wir den 27-Jährigen bei seiner Sucht ertappt. Um unserer Sorgfaltspflicht nachzukommen, mussten wir den Künstler zur Rede stellen. Nein, nicht abbrechen. Ich brauche das doch. Ich muss so eine Galerie finden. Wird Cliff seine Sucht in den Griff bekommen, um endlich eine Galerie zu finden? Das erfahren Sie nach einer kurzen Werbeunterbrechung. Eine sehr kurze Werbung. Ein betrunkener Kugelfisch mit einem Glimmstängel auf einer Menschenparty? Einfach unglaublich. Vom Bild für die Hosentasche bis zum überdimensionierten Wandposter ist alles dabei. Unterstützen Sie die RTL-Dokumentation und bestellen Sie jetzt unter www.lewis.com. Werbung Ende. Berlin Tempelhof. Unser Team von RTL konnte den arbeitslosen Maler vor seiner Terpentinabhängigkeit bewahren. Nun sucht er nach Wegen, Geld zu verdienen. Ich bin jetzt weg von Terpentin. Ich nehme jetzt Lehm und Pinsel in die Hand und werde im ganzen Land bekannt. Das ist gut, oder? Hallo? Weil Cliff bisher die Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen missachtet hat, will ihm das Arbeitsamt das Arbeitslosengeld streichen. Ein herber Rückschlag für den abhängigen Maler. Jesus hat auch kein Arbeitslosengeld bekommen und sah aus wie ein Obdachloser. Und jetzt auch irgendwie geschafft. Zweimal sogar. Und jetzt macht die Kamera aus. Nachdem Cliff sich wieder beruhigt hat, öffnet sich der Künstler dem RTL-Team. Meine Duffy. Ohne die wäre ich echt aufgeschmissen. Duffy zieht mich aus dem Sumpf. Wir müssen reden. Scheiße. Cliff ist besorgt. Worüber möchte seine Freundin Daphne reden? Das sehen Sie nach einer kurzen Werbeunterbrechung. Kurze Werbung. Aua! Liebe kann wehtun. Haben Sie auch Probleme in der Liebe? Dating Crap. Bestellen Sie sich jetzt den Qualitätsdruck und finden Sie Ihren Seelenverwandten auf www.lewism.shop. Schnipp, schnapp, Dating Crap. Werbung Ende. Berlin Tempelhof. Wegen großer Geldprobleme hat der Künstler Cliff seine Freundin Daphne verloren. Jetzt muss er in sein Atelier ziehen, um nicht auf der Straße zu landen. Wird Cliff Hanger sein Leben ohne die finanzielle Unterstützung seiner Freundin bestreiten können? Die Daphne, die hat sich gestern ein zurecht gestammelt. So eine richtige Müllabfuhr war das. Ich soll endlich einen richtigen Job finden. Als ob ihr Job was Richtiges wäre. Da seine Ex-Freundin den Künstler nicht mehr mit ihrem Ärztegehalt unterstützen will, flüchtet sich der Maler in die Arbeit. Er greift zu den sozialen Medien, um sein Kunstwerk Datensumpf zu präsentieren und vielleicht einen Käufer zu finden. Hashtag Sexsymbol. Wann Spassi. Cliff erhofft sich, durch die lang ersehnte Kaufanfrage neues Material zu kaufen, damit er seine Geldsorgen beheben und eine Galerie finden kann. Scheiße. 2 Stunden und nur 10 Likes. Let it be. Cliff ist am Rande seiner Kräfte und muss seine Gedanken neu ordnen. Er hat das RTL-Team gebeten, den Dreh abzubrechen. Ein Hoffnungsschimmer für Cliff. Oder doch nur wieder eine Enttäuschung? Wird das seine finanzielle Situation verbessern? Das sehen Sie nach einer kurzen Werbeunterbrechung. Kurze Werbung. Stecken Sie auch in einer Krise? Möchten Sie auch wieder so frei wie am Vogel sein? Dann ist unser neues Poster Partybird genau das Richtige für Sie. Bestehen Sie jetzt auf www.lewism.shop und lassen Sie die Party beginnen. Werbung Ende. Berlin Tempelhof. Die finanzielle Situation des Künstlers Cliff Hanger hängt immer noch am seidenen Faden. Wird er endlich ein Bild über Instagram verkaufen oder muss der arbeitslose Maler erfinderisch bleiben? Erfolg, reich, Cliff Hanger. Haben Sie denn für das Bild bekommen, Herr Hanger?
3.600 Euro werde ich kriegen. Cliff investiert in neue Materialien, um seiner Kunstkarriere neuen Pfiff zu verleihen. Jetzt kann er endlich anfangen, eine Galerie zu finden. Doch er sollte vorsichtig sein und nicht mehr ausgeben, als er hat. Aber ich meine, bei meinem Kontostand gar kein Problem. Cliffs Euphorie treibt ihn dazu, seinen Dispo für unnötige Dinge und neue Möbel zu überziehen. Eine Eigenart, die den Langzeitarbeitslosen noch Probleme bereiten wird. Eine Kaffeemaschine, eine Couch und... Und ein neues Hemd. Oh, mein Handy. Etwa ein neuer Käufer? Ein herber Rückschlag für Cliff. Der Käufer zieht den Kauf des Bildes zurück. Jetzt hat der arbeitslose Künstler noch weniger Geld als davor. Was würden Sie denn in meiner Situation machen? Die Freundin vermissen, aus der Wohnung geschmissen, finanziell aufgeschmissen. Aber ich wäre ja nicht Cliffhanger, wenn ich nicht immer wieder auf meinen Füßen landen würde. Cliff wagt einen ungewöhnlichen Schritt und versucht, über OnlyFans zusätzliches Geld zu verdienen. Wird er Erfolg haben und seine finanziellen Probleme in den Griff bekommen? Bleiben Sie dran und finden Sie es heraus nach einer kurzen Werbeunterbrechung. Eine sehr kurze Werbung. Zu Vino, sagt er. Nino. Vom Poster für die Hosentasche bis zum überdimensionierten Qualität ist alles dabei. Jetzt bestellen unter www.levisen.shop. Werbung Ende.